Hallöchen Leute, ich bin's wieder, Herr Daro. Und neben mir sitzt Herr Daro. Hallo, wir sind Herr Daro. Ich bin Herr Daro. Wir sind Herr Daro 1 und 2. Wir sind Herr Daro. Und wir gehen jetzt ganz schnell nach Daro City. Daro City, ach, ich bin den ganzen Trainern hier ausgewichen. Das erklärt, warum wir so unterlevelt waren. Ja, gut. Das erklärt definitiv, warum wir so unterlevelt waren. Ja gut, dann können wir das ja jetzt erfolgreich nachholen. Weißt du, was wir hier noch hätten fangen können, was verdammt cool gewesen wäre? Was wäre? Ein Tauros in der Safari-Zone. Okay, das wäre wirklich cool gewesen. Weil, was gibt es in der ersten Generation, was mehr broken ist als Tauros? So ein Tauros mit Hyperstrahl. Alter. Es ist halt... Tauros war tatsächlich so stark. Wusstest du, dass Tauros bei den ersten Pokémon-Weltmeisterschaften verboten war? Echt? Ja. Einfach nur, weil dann ansonsten das so ein Set von 6 Taurosen gewesen wäre. Tauros ist einfach absurd stark. Das ist alles. Ja, gut. Es war halt in der ersten Generation eines der schnellsten Pokémon. Okay. Und es war ein Normal-Pokémon. Okay. Was dazu geführt hat, dass es einen Step auf Hyperstrahl hatte. Hm. Und Hyperstrahl hat in der ersten Generation ja noch so funktioniert, dass wenn sein Pokémon besiegt hat, musstest du dich keine Runde danach mehr aufladen. Das heißt, wenn du da so ein Tauros hattest, das hat schon mal durchs komplette Gegnerteam durchgesweept. Dann spammt man halt mal so 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Hyperstrahl und ja. Dann sind auf einmal alle weg. Richtig. Mittlerweile ist Tauros ja eine totale Katastrophe, aber ich fand, es war eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht, du hast dich wahrscheinlich noch nie mit dem Pokémon-Metagame auseinandergesetzt, oder? Kompetitives Pokémon-Spiel und so. Nein. Ah, nee, du hast ja auch gesagt, richtig, ich habe vergessen, dass das dein erstes Pokémon-Spiel ist. Ja. Ups. Also, so gut kenne ich mich damit nicht aus. Jetzt ein paar sehr interessante Sachen, ein paar sehr coole Sachen. Okay. Ich habe es aber auch nicht so geschafft, aktiv das ganze Zeug zu verfolgen. Hm. Weil ich das dann immer... Ich krieg das gar nicht mit, wenn irgendwas ist. Ich sag mir dann immer so, komm, dieses Jahr verfolgst du mal kompetitives Pokémon-Spiel. Und dann doch nicht. Und dann sehe ich so, ach, das war letzte Woche. Ups. Wupsi, ich nehme mal doch den einen oder anderen Trainer. Ich lasse dir keine Chance. Sagt sie und gleich wird sie von Sushi weggedrachen wutet. Yay. Oh, guck mal, es ist Pikachu. Ja, es gibt ja dann auch immer pro Generation, beziehungsweise, ja doch, eigentlich ist es schon generationsspezifisch, weil sich ja mit jeder Generation eigentlich die Meta wechselt, ändert. Weil dann eben neue Pokémon dazukommen, neue Attacken und gegebenenfalls neue Fähigkeiten. Seltener dann neue Typen. Aber warte mal. Nur um das hier mal kurz zu klären. Sushi ist, also zumindest Karpador ist doch eigentlich ein Wasser-Pokémon. Karpador ist ein Normal-Pokémon, soweit ich weiß. Ein Normal-Pokémon? Ja gut, dann erklärt das. Du blamierst mich gerade sehr. Echt jetzt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Karpador ist ein Normal-Pokémon, oder? Ich weiß es nicht. Es ist... Ein Wasser-Pokémon! Hooray! Überrascht mich persönlich irgendwie nicht. Ja, auf jeden Fall. Karpador ist ja ein Wasser-Pokémon. Aber Karpador kann doch gar nicht schwimmen. Es kann aber Platscher machen. Es kann ja, also... das ist sehr schön für es. Ja. Ja, die Gyarados ist ja da... Müsste ja damit folglich ja theoretisch auch ein Wasser-Pokémon sein. Richtig. Warum beherrscht es dann die Möglichkeit Drachenwut, was ein Feuerangriff ist? Drachenwut ist ein Drachenangriff, du Dödel. Ja, aber der schießt Flammen. Hast du dir jemals die Sprites von Drachenwut angesehen? Gyarados ist zur Hälfte ein Flug-Pokémon. Sieh dir das an. Das ist offensichtlich Feuer. Gyarados ist zur Hälfte ein Flug-Pokémon. Womit will es fliegen? Oder um das Ganze noch besser zu symbolisieren. Glurak ist kein Drachen-Pokémon. Stimmt. Das wusste ich. Such doch nicht nach der Logik in Pokémon-Spielen. Aber wieso denn nicht? Wonach soll man denn sonst in Pokémon-Spielen suchen? Nach allen 151 Pokémon. Gotta catch them all. Guck, jetzt setzt Ibitak Drachenwut ein. Okay. Erklär mir das. It's a bird.
Bird. The bird is a word. Über was können wir sonst noch reden? Über das Pokémon Metagame. Das Pokémon Metagame. Ich war ja gerade am Erzählen, weil sich das verändert sich ja bei jeder Generation und so. Und es ist halt cool, weil so jede Generation ist für was Eigenes quasi dann bekannt. Irgendwas, was im Metagame herausgestochen hat, was ich halt wahnsinnig cool finde. Und es hat sich ja auch dann immer verändert, beziehungsweise es wurde halt immer ausbalancierter. Gen 1 Metagame war absolut broken, das konntest du vergessen. Wie gesagt, normale Pokémon. Das waren ja auch noch die frühen Anfänge. Ich meine, in welchem Spiel ist es nicht so, dass in der ersten Version einfach sämtliche Waffen oder Items oder hier eben auch Pokémon-Memes einfach komplett am Arsch sind? Es ist halt. Hat die ja auch nicht gejuckt, ob das irgendwie gebalanced ist oder nicht. Ja. Ich meine, da gab es ja zum Beispiel diesen schönen Vorfall, wir müssen ja immer relevant bleiben, Fortnite. Weil bei Fortnite gab es ja zum Beispiel das Problem, dass früher die ganze Zeit das Meme beliebt wurde. Ich stand direkt vor ihm, habe ihn mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen und es hat 9 Schaden gemacht. Ja, das ist CSGO Negev. Ja, aber CSGO Negev ist es ja eigentlich gewesen, dass es zuerst eigentlich balanced war und sie es dann aktiv kaputt gemacht haben. Nee, sie war doch unbalanced. Ja, also ich meine... Die ist im Moment kompetitiv immer noch nicht spielbar. Also ja, beim besten Willen nicht. Die Sache mit der Negev, früher war sie einfach zu teuer für seinen Wert, denn die hat... Die Negev war die teuerste Waffe im Spiel. Ja, und dafür hast du halt nichts getroffen. Und hatte halt eine Accuracy von minus 100. Ja. Das ist halt so, da rennst du halt rein, triffst erstmal alles bis auf den Gegner, kannst du einmal Stormtrooper spielen. Richtig, das war wirklich Stormtrooper die Waffe. Und jetzt ist es halt so, die ersten 3 Sekunden sind Stormtrooper die Waffe und dann hast du halt einen Laser aus Kugeln. Und dann hast du eben wirklich einen Laserpointer. Kurzer Spaß. Also da muss ich persönlich sogar sagen, dass sie im Nachhinein, um die Waffe halbwegs kompetitiv zu machen, damit man die halbwegs irgendwie in irgendeinem Spiel benutzen kann, außer in einer Runde, wo man sich denkt, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt, was wir wollen. Aber wenn ich eine Runde spiele, wo ich denke, scheiß drauf, ich mach, was ich will, dann spiel ich Duel über Rettas und schrei, ich bin Lara Croft! Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Haben wir einen Moment? Wir haben eine Limo da. Nein, wir brauchen die. Haben wir? Wir haben eine, ziemlich sicher. Habe ich die nicht benutzt? Und habe mir dann gedacht, Mist, ich muss noch eine Limo kaufen. Ich glaube, eigentlich. Oh. Ja. Ja, habe ich. Dann gehen wir eben doch noch schnell eine holen. Einmal einkaufen. Yay. Ja, aber du machst. Warte, heißt das, dass in jeder Pistolenrunde, die wir spielen, Darius und ich spielen auch ab und zu gemeinsam Counter-Strike? Global Offensiv. Nee, in der ersten Runde wird Rüstung gekauft. Ja, aber du hast. Also die Male, wo ich mit dir zusammen Pistolenrunde gespielt habe, hast du dir überraschend oft Berettas geholt. Ja, gut, wenn du halt Ecos, ob du dann $600 ausgibst oder nicht. Dann macht das auch keinen Unterschied mehr, ich weiß. Da kannst du halt auch mal Lara Croft Cosplay machen. Ja. Oder du machst es halt wie ich und holst dir einfach dann in der zweiten Runde erstmal die MP7, denn die MP7 finde ich immer noch toll. Nein. Doch. Nein. Doch. Sie ist nicht so broken wie die Negative. Vielleicht sollten wir nicht so spezifisch auf irgendwelche anderen Spiele eingehen. Ja, irgendwie ist das irgendwie sehr lustig. Wir spielen Pokémon Rot und reden über brutale Killerspiele. Und reden über jedes Spiel, das nicht Pokémon ist. Ja, weil du halt keine Ahnung von Pokémon hast. Ja, ist das schlimm? Ja, ist es. Ja, denn wir spielen ein Pokémon-Spiel. Ich kaufe mir mal ein bisschen Limo. Weil wir die auch sehen. Oh Gott, haben wir viel Geld! Oh Gott, haben wir viel Geld! Ja, gut. Ja, gut. Was kann man da noch Großes sagen? Scheiß auf Champion der Pokémon-Liga. Ich setz mich nach Alola ab und kauf mir eine Villa. Dieses Kind ist
wie alt? 12, 13, 14 10. Jahre alt? 10 Jahre alt? Du kriegst mit 10 dein erstes Pokémon. Du bist 10 Jahre alt. Da können wir jetzt drüber surfen. Und hast mehr Geld, als ich wahrscheinlich jemals zu einem Zeitpunkt besitzen werde. Ey, gut, Poké-Dollars sind aber auch, hat noch keinen von unseren Pokémon-Surfer. Sind gleich zu setzen mit Yen. Dann müssen wir den Wechselkurs von Yen kennen. Yay. VM3-Surfer, naja. Ja. Dann rechne mal. Quick-Muffs. Quick-Muffs. Ich hol kurz mein Handy und google den Wechselkurs. Einen Auge mehr. Nein, was habe ich jetzt verlernt? Ah, Tackle, okay, gut. Ich habe gerade aus Versehen zu schnell A gedrückt. Ich dachte gerade... Das war riskant, mein Junge, das war riskant. Ja, no risk, no fun. Ja, ja. Hallo erstmal, ich kenne dich vom Sehen, aber ich hatte bisher keine Zeit, dich anzuschreien, weil ich so weit weg bin von dir. Hier, nimm dieses Geschenk. Oh, du trägst zu viele Items, ja. Dann nimmst du halt doch kein Geschenk. Dann, setze ich jetzt... Wo ist das Sonderbonbon? Da. Dann setze ich jetzt doch kurz Sonderbonbon ein. Euro-japanischer Yen-Wechselkurs. Finanzen.net. Also, TM41! Wie es aussieht. Warte, was ist das? TM41 ist Weichei! Also, so wie ich das verstehen würde, sind 1 Euro 128.445 Yen. Ja. Also haben der Junge hat nicht mein Euro. Doch 9. Wow. Aber das passt schon deutlich mehr zu meinen Finanzen als 10-Jähriger. Nee, aber ich glaube, 1 Yen sind umgerechnet 1 Cent. Ich glaube, dann macht das Ganze mehr Sinn. Das würde heißen, dass 100 Yen 1 Euro sind. Bist du dir da sicher? Ich glaube 1000 Yen waren 1 Euro. Das würde dann auch mit dem Wechselkurs passen. Ich meine 1000, ich wollte eigentlich meine Pokémon heilen, aber ich will erstmal Zeug auf dem PC wieder aufbewahren. Yeah. Das will ich mehr brauchen. Nein, ja. PC von Daru, nein, ich bin wieder zu schnell! Tja, ja, das sagt dir deine Freundin wahrscheinlich auch ab und zu. Aha, Comedy. So, dich können wir ablegen. Nein, ich habe ein Fahrrad auf dem PC gelegt. Du hast dieses Fahrrad doch sowieso nie verwendet. Stimmt. Now is not the time to use that. Wir legen einfach mal alles ab, was wir nicht brauchen. Ja. Eigentlich kannst du doch so gut wie alle VMs auch schon wieder ablegen, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Doch Stärke haben wir schon beigebracht. Ja, und Surf jetzt auch. Ja, und Surfer auch. Über was können wir denn sonst noch Feines reden? Die können wir auch ablegen. Erstmal nach Safronia City, oder? Ja, let's go, Boys. Wir können uns schon mal für die nächste Folge irgendein größeres Gesprächsthema überlegen. Zum Beispiel, was deine Lieblingsaktien sind. Ich bin im Verdursten nah. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Ja, Aktien kann ich nicht wirklich was sagen. Wenn du in Safronia City möchtest, darfst du passieren. Ich würde den anderen machen und was abgeben. Okay, und jetzt können wir jederzeit hier nach Safronia City. Was hat er mit seiner Fassade gemacht? Sind das Fenster? Das sind zum einen Fenster, aber die Hälfte ist aus Holzplanken und die andere Hälfte ist gemauert. Und irgendwie fanden diese andere Leute diesen Trend auch sehr gut, denn irgendwie hat jedes Haus in Safronia City außer den größeren Gebäuden den gleichen Look. Das ist auch richtig. Hast du mitgekriegt, dass nach der E3 2018 der Aktienkurs von Nintendo um 6% gesunken ist, obwohl die das neue Super Smash Bros. Angekündigt haben? Ja, es überrascht mich nicht. Sie haben Fortnite für die Switch angekündigt. Stimmt. Nachvollziehbar. Das ist quasi ein Autocancel für sämtliche Sachen, die sie gebracht haben.
Und dann gab es halt, nur noch Minuspunkte für sämtliche Spiele, die sie halt nicht gebracht haben. Zum Beispiel Waluigi in Super Smash Bros. Eben. Ah. Wir brauchen, damit das jetzt jeder weiß, wir als Gamer brauchen einen Waluigi. Wir können die Arena noch nicht machen. Wer steht denn da im Weg? Team Rocket. Oh no. Da kann ich nicht außen rum. Ich kann doch um die außen rum laufen, oder? Nein, kann ich tatsächlich nicht. Oh no. Da muss ich gegen die alle kämpfen. Das wird lustig. Immer ein bisschen Erfahrungspunkte. Hooray. Denn du bist wahrscheinlich schon wieder... Ha ja, und bezogen ist ja zum Kampf-Dojo verboten. Ich glaube, hier bin ich tatsächlich nicht unterlevelt. Echt nicht? Weil wir hier zuerst sein sollten. Ja gut. Oh, ist das etwa Ryu von Street Fighter? Guck. Ja, das ist ja, es ist ja ziemlich ebenbürtig. Wir sind perfectly fine. Ja. Vielleicht hätten wir doch zuerst hierher sollen. Wäre nicht dumm gewesen. Und nicht nach Fuxania City, naja. Ja, aber auf jeden Fall nochmal, um zu sagen, wir als Gamer verlangen offiziell einen Waluigi als spielbaren Charakter in Super Smash Ultimate. Und eine schriftliche Entschuldigung von Nintendo, warum Waluigi bis jetzt noch nicht in Super Smash war. Richtig. Eine Helfer-Trophäe mit einem Tennisschläger reicht uns nicht. Wir brauchen einen Waluigi, der wirklich einen Tennisschläger benutzt, um seine Gegner zu besiegen. Und sobald er gewonnen hat, ruft er: We are number one! Außerdem hätte ich gern Waluigis Menschen. Bin ich da der Einzige? Nee, wir wollen alle Waluigis Menschen. Oh, auf Luigis Mansion hätte ich auch mal Bock, das zu let's playen. Wäre schon lustig. Luigis Mansion let's play, let's go. Let's go, boys. Aber ich habe so viel, was ich noch let's playen will. Ja, ja, vielleicht machen wir ja auch demnächst. Soll ich das teasern? Denn wir machen es wahrscheinlich eh nicht, aber egal. Was? Vielleicht machen wir ein Death Garden Let's Test. Was für ein Ding? Death Garden. Warum weiß ich davon nichts? Hilfe, ich werde gefangen gehalten, ich möchte das nicht. Psst. Siehst du dieses Messer an deinem Hals? Richtig. Nicht, dass es noch jemand ernst nimmt. Herr. Oh, ich habe wieder zu schnell A gedrückt. Herr Polizeimann, ich glaube, mein Lieblings-Let's Player wird gefangen gehalten. Weil ich bin natürlich euer aller Lieblings-Let's Player. Immer. Nein, die Wahrheit ist. Das war ich bin der Gefangene. Ich bin hier der Sklave. ja, auf jeden Fall. Peinliches Schweigen. Ja, niemand möchte sich weiter über diese Geiselsituation äußern, denn ja. Alles andere, was wir jetzt sagen, wird später im Gericht gegen uns verwendet werden. Ich dachte werden. Nämlich die ganze Zeit, ich wäre der gefangen gehalten wird, aber anscheinend ist Swante der gefangen gehalten wird. Und in Wirklichkeit haben wir uns die ganze Zeit gegenseitig gefangen gehalten, ohne zu wissen, dass wir uns gegenseitig gefangen halten. Welcher Ort ist das hier überhaupt? Wem gehört dieser Ort? Nein, sag mir nicht! Wir sind in Bielefeld! Oh nein! Nein! Die Wahrheit ist, während wir die ganze Zeit dachten, wir würden uns gegenseitig gefangen halten oder gegenseitig voneinander gefangen halten werden, wir sind beide die Täten. Opfer. Wir werden beide von einer dritten Instanz gefangen gehalten. YouTube selbst! Los! Psch. Produzier Videos! Psch. Wir brauchen Content! Psch. Wir brauchen 300 Stunden von Videomaterial minütig auf dieser Website. Psch. Und du siehst keinen Cent dafür, weil wir deinen Kanal demonetarisieren. Altersbeschränkung. Psch. Not family friendly. Psch. Gut, Freunde. Das wär's dann mal für diese Folge. Ja, reicht wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr uns richtig mögt, dann gebt Darius Geld auf Patreon. Ich hab kein Patreon. Inzwischen hat Darius ein Patreon, er wusste es bloß nicht. Wenn ihr mich ganz doll mögt, dann gebt ihr dem Video 5 Sterne und favorisiert es. Und bis zum nächsten Mal. Und schreibt Mal. In die Kommentare, wie geil ihr uns findet. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.